Gut. Der Hexenkompass sagt, wir sollen nach da. Und das ganze Grünzeug und ein bisschen poliert sah das hier bestimmt mal voll schön aus. Drehkreuz. Ganzen Möwen hier. Schlimm, schlimm. Was ist das? Ein Horn. Hier ist das Ende. Können wir reinblasen? Ohne die Folgen zu kennen? Ja. Sonst probieren wir auch alle Knöpfe und Hebel aus, die wir sehen. Die Folgen davon können wir absehen. Nein, das hier ist etwas anderes. Wir müssen deine Instinkte schärfen. Ich wusste es. Wir blasen in das Horn. Nein, wir testen deine Entschlossenheit. Entschlossenheit? Die Hallo. Habe ich. Ich hätte es gemacht. Wir haben noch die Weltenschlange in der Nähe. Passiert doch nichts. Der hat auf uns aufgepasst. Na gut, gehen wir weiter. Ich hätte es getan. Dann mal los! Atreus fortschritt im Kampf. Atreus fühlt sich nun sicher im Kampf und unterstützt Kratos, indem er Gegner physischen Angriff. Okay. Schön, dass er jetzt auf die Gegner draufspringt und sie erwürgen will. Das ist sehr hilfreich. Das ist schön, wie du triffst, ne? Na dann. Ach, die explodieren immer so schön. Plopp. Mit etwas Glück kommen wir durch den Turm hindurch zum Berg. Meins. Auch meins. Ist hier noch irgendwas? Nö. Eine Runde schwimmen gehen, ne? Darüber müssen wir eigentlich auch mal noch. Ah, wir kommen höchstwahrscheinlich eh wieder hierher, weil der Thorn ist noch nicht geblasen worden. Diese Runen kenne ich nicht. Aber mit einer Chiffre könnte ich sie bestimmt lesen. Hab keine. Da kannst du die bestimmt auch nicht lesen. Eine Kiste. Meine. Hier kommen wir runter. Ich muss eine Abbiegung. Also, es ist, ich kann nicht immer den Weg gehen, den man mir vorschreibt. Ich muss auch mal woanders hingucken. Das ist einfach nur ein neues Dock. Da drüben. Hä? Da müssten wir ja von dort mal rauskommen. Okay. Warte mal. Kette? Ups. Ist ein bisschen explodiert. Vielleicht auch ein bisschen eskaliert. Ach, sie ist so süß. Ah, Mann. Geh nach Hause. So. So, drei Runen musst du finden. Eine. Ach nee, nicht schon wieder Glocken. Junge. Eins. Komm ich da ran? Eine Art Zeichnung. Vielleicht eine Karte? Oh! Vielleicht eine Schatzkarte. Oh, nicht dein Ernst. Hey, geht das etwa auch mal runter? Tatsache. Nehmen wir erstmal die, die am weitesten weg ist.
Kiste, Kiste. Das war einfacher, als ich dachte. Meine. Ein Apfel. Jetzt haben wir mehr Gesundheit. Wir haben 3 Äpfel. Oh. Mehr als ich dachte. Also hat sich schon mal gelohnt, hierher zu kommen. So, jetzt haben wir da aber eigentlich noch eine Shortcut, den wir noch nicht von der Seite aus öffnen können. Das heißt, wir kommen ja irgendwann nochmal hin. Na gut. Aber hier ist ja auch ein Boot, also es wird eine Bewandtnis haben. Aber erstmal wieder dahin zurück, wo wir eigentlich hin wollten. Nämlich, glaube ich, durch dieses fette, riesige, krasse Tor. Wenn wir es denn aufkriegen. Oder Hexenkompass? Was sagst du? Genau, das würde ich auch sagen. Was denn das? Das ist voll süß. Bin noch nicht so weit. Darf ich das mit nach Hause nehmen? Oh, falsche Richtung. Vergesst immer, dass sie keine Rüstung haben. Und dass sie giftig sind. Töten. Double Kill. Das war gut, oder? Nicht schlecht, naja. Aber auch nicht gut. Über was gut und was nicht so gut ist, lässt sich streiten. Aber ich fand das voll süß, das Leopardenfisch etwas. War voll süß. Ich kann sie nicht lesen. Was haben wir dich eigentlich mit? Hm. Hat dir was passiert? Das? Riecht furchtbar. Gift. Jetzt nicht mehr. Hm. Cool, dass man auch Gift einfrieren kann. Na, es wird immer besser. Axt. Hier, da können wir dann hochklettern. Ah! Gottchen, bist du süß. Neuer Tötungsauftrag. Wurmvernichter. Aber es ist voll süß. Hm, naja. Wird kein Weg vorbei. Das ist voll eine moderne Truhe. Hey, ein Sprachschiffreteil. Wir sollten weitersuchen. Okay. Können wir jetzt hier tun? Das war ein kleiner Fehler. Hm. Was hast du jetzt bitte Schmerzen? Hm, ich kann hiermit noch nichts anfangen. Aber das könnte was mit Magie zu tun haben. Wie? Komm nicht weiter. Ach, jetzt. Hier immer in Blickrichtung. Ob das denn eine gute Idee ist? Zumindest müsste er doch jetzt eigentlich die Inschriften. Ach Gott, bin ich dämlich. Die Inschriften entziffern können. Da oben ist halt auch noch so ein Kristall. Wir sollten wirklich mit einer Chiffre wiederkommen. Wir haben eine Chiffre. Kannst du das damit lesen? Wir sollten wirklich mit einer Chiffre wiederkommen. Wir haben noch eine Chiffre. Du bist so ein Eumel. Ich nehme die Geschichte mit.
Hier, Junge. Noch eins. Sieh mal, das ist die Weltenschlange. Sie ist so viel größer, als ich dachte. Da, sie hat Thor gebissen. Oder wird ihn beißen, offenbar. Schön zu wissen. Wieso ist die Tür jetzt auf einmal? War die schon die ganze Zeit so? Okay, ich folge jetzt nochmal dem Wegweiser. Den habe ich gerade ein bisschen vernachlässigt. Ach stimmt, da geht's ja auch noch hoch. Schwämmchen? Ich höre doch was. Was waren das für Dinger? Die rochen furchtbar. Meine Mutter nannte sie Hohnstangen. Giftmagie. Sie hat mir gezeigt, wie man sie deaktivieren kann. Was? Es ist lustig, mir vorzustellen, wie sie dir was beibringt. Ja. Schön, dass du das lustig findest. Okay. Wir sind nur mit dem Schrein nochmal zurückgegangen. Wow. Wirklich neblig hier. Noch ein Zwerg. Sollen wir... Nein. Er ist unbedeutend. Ach, Entschuldigung, aber... woher hast du diese Axt? Das geht nur mich etwas an. Und, das bezweifle ich gar nicht. Die Klinge kenne ich. Das ist eine von uns, aber... die war nicht für dich gemacht, weißt du? Geh zur Seite. Ich kann nicht. Die Frau, für die wir sie gemacht haben, ich war... Naja, ich mag sie sehr und es würde mir etwas missfallen, wenn sich herausstellt, dass... du ihr was angetan hast. Sie gehörte meiner Mutter. Sie gab sie Vater vor ihrem Tod. Faes Tod? Das tut mir sehr, sehr leid. Eine starke Kriegerin. Und eine gute Frau. Na gut. Ich verbessere diese Axt. Aber niemand hat darum gebeten. Ja, stimmt. Aber deine Mutter, sie hätte darauf bestanden, dass ich diesen Akt des Vandalismus behebe, den sie erlitten hat durch meinen Bruder. Ich wusste es. Du bist Brocks Bruder. Die andere Hälfte des Zeichens. Der Blaue ist dein Bruder. Ja, doch ich bin wesentlich talentierter. Das stimmt. Schwör's bei Freya. Mach seine Arbeit nicht zunichte. Verbessere sie einfach nur. Ja, aber kannst du sie bitte da drüben hinlegen? Der Griff ist... Nein. Schmutzig. Na gut, dann... Ich werde... Oh. 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 Ist das Blut? Oh. Woran arbeitest du? Oh, das. Ich nenne es den Himmelsträger. Dort auf dem Berg wartet ein Schatz mit seltenen Ressourcen. Wenn ich ihn abbaue, muss ich alles nach unten bringen. Wie reparierst du ihn? Ich habe keinen Schimmer. Tja, das komplette Äquivalent zu seinem Bruder. Bereit und bereit. Auferstehungsstein. Auferstehungssteine sind jetzt in Läden verfügbar. Erworben werden, damit Atreus Kratos wiederbeleben kann. Das könnte hilfreich sein.
Das könnte mega teuer sein. Oh, was? Es gibt auch verschiedene. Okay, wir können sie im Kampf verwenden oder verkaufen. Das kostet ganz schön. Wir kriegen es zurück. Wir kriegen das hin. Okay. Er hat jetzt bestimmt dieselben Upgrades wie sein Bruder, die alle jetzt viel zu teuer sind, weil ich mir einen Stein gekauft habe, weil ich safe spielen will. Wollte ich noch irgendwas sagen? Huch. War diese Axt wirklich für meine Mutter? Oh, die würde ich überall erkennen. Ganz ehrlich, eine unserer besten. Gestellt mit den dröhnenden Schreien von 20 Frosttrollen. Ungefähr. Aber warum? Woher kanntest du sie? Sie suchte uns auf, damals am Anfang. Sie war eine besondere Frau. Sie wollte Menschen beschützen. Für uns war es eine Chance, jemandem Macht zu verleihen, der damit Gutes tun würde. Sie sprach sogar unsere Muttersprache. Sie sagte: Mathurin Semgengur Egin Vegumhans. Gengur-ein. Genau, sehr beeindruckend. Du hast ihre Augen. Weißt du das? Danke, Cindy. Nicht anfassen. Was? Hab ich nicht. Werde ich nicht. Ich komme später wieder. Okay. Die Weisheit der Mutter wahrscheinlich. Was? Direkt hinter dir. Ihr seid keine Herausforderung. Okay, da oben ist noch einer. Ah, na hallo, mein Schnucki. Mit dir habe ich jetzt am wenigsten gerechnet. Oh, nein. Ich habe dich übersehen. Auch wenn du super süß bist. Du bräuchtest mal mehr Pfeile. Hallo Mietskatze. Ah. Bin schon weg. So, wo ist das Mietskatze hin? Da ist das Mietskatze hin. Ja. Fertig. Würde ich auch sagen. Ein bisschen Leben wieder mitnehmen. Ach ja. Ich auch. Hä? Da oben. Da versteckt er sich. So. Nehmen wir ihn halt auch noch mit. War's das jetzt? Der Hexenkompass will, dass wir in eine komplett andere Richtung gehen. Ich bin zu neugierig. Na hallo. Wieso darf ich das noch nicht öffnen? Aber das da darf ich schon öffnen. Mutter nannte das Seelsturm. Lassen sich nicht abbrennen oder abhaken. Aber ich will doch. Hierfür muss es eine Waffe geben. Die wir noch nicht besitzen. Ach, Menno. Die arme Kiste muss es ganz alleine da weiter vor sich hingammeln. Ich hätte sie ja mitgenommen. Folgen mal dem Hexenkompass. Für neue Erkenntnis. Sag mal, kommen wir dem Berg denn näher? Tun wir. Was? Ach nee, das ist die Hexe.
Atreus stirbt da nicht immer gleich von. Boah. Au, 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 die Haut mich mit dem Stückchen. Die Dodge, das ist unfair. Bin noch nicht so nice. Weit. Interrupt. Komm schon. Will da nicht hin. Ich halt nicht mehr Half-Life. Aber ich darf meine Axt nicht ziehen. Komm schon. Nice. Au! Die haut mich mit dem Stöckchen. Ich hau zurück. Nein. Lach gleich mit. Erledige sie, Junge. Bin doch dabei. Oh Mann, hör auf, sie zu verkrümmeln. Ach nee, 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 da gehen wir schon mal ganz so gar nicht hin. Ich sehe, dass da Gift ist, Junge. Au. Komm, einer noch. Na, doch mehr als einer. Ich kann leider nicht. Da fällt mir was ein. Na, ich. Die blöde Kuh. Oh, ich bin doch ein Eumel. Falsche Taste. Richtige Taste. Na, schade. So viel dazu. Plopp. Wir sollen nach links, also gehe ich da lang. Was haben wir denn hier? Wieder eine Tür, die sich nicht öffnen lässt. Ziemlich gut verschlossen. Das hat irgendwas mit der Axt zu tun, das können wir noch nicht nutzen. So viele Dinge, die wir noch nicht tun können. Was denn? Sieht aus wie eine Gruft. Irgendwie nicht. Na gut, müssen wir doch da lang. Ach, das ist ja nicht euer Ernst. Von oben? Bloß nicht die falsche Taste drücken, dann ist die Welt in Ordnung. Meine! Könnte ich Sie das letzte Stück den Berg hinauf vielleicht tragen? Ich sagte nein. Warum? Mir bedeutete sie mehr als dir. Was? Ich meinte nur, ich verbrachte mehr Zeit mit ihr. Du warst zu oft jagen. Du solltest jetzt besser still sein.